Hallo und willkommen zurück hier zu Stranded Deep bei mir auf dem Kanal mit endlich einer weiteren Episode hier zu unserem Platin-Walkthrough. Da sind wir wieder nach dem Save-File-Crash. Ich habe ja in der Zwischenzeit hier auch ein kleines Bumblebee-Baut-Special eingebaut, in dem wir hier den Pavillon und dieses Haus gebaut haben. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich zeige euch, wie das hier geworden ist. Wir haben jetzt hier auch schon alle Möbel verbaut, sage ich mal, die man so verbauen muss. Und dadurch hoffe ich, bin ich auf einem guten Wege hier, die letzte Trophäe freizuschalten, die eben beinhaltet, dass wir hier alles, was man so bauen kann, bauen muss sozusagen in diesem Durchgang. Und ja, ich habe hier dementsprechend ein paar Tische und Stühle gebaut und dementsprechend hier in unserem Baumenü hoffentlich schon so ziemlich alles abgehakt, was so zum Abhaken ist. Ihr seht, das ist so rot hinterlegt, das hat mir netterweise jemand in die Kommentare geschrieben, mir fehlt der Container hier noch, aber ansonsten bin ich hier auf einem guten Wege, dass wir das hier alles hinbekommen und alles bauen können. Da wollen wir uns heute mal noch weiterhin dahinter klemmen. Wir sehen hier den Turm, den ich noch nicht gebaut habe. Vielleicht schaffen wir das heute. Ich will euch jetzt einfach mal kurz erzählen, was so passiert ist seit dem Crash. Ich habe, wie gesagt, hier so ein bisschen gebaut und natürlich das Spiel versucht, genauso weit zu spielen, wie ich es vor dem Crash hatte. Und habe dementsprechend auch alle Inseln erkundet. Die einzige, die ich noch nicht erkundet habe, ist tatsächlich die mit diesem gewaltigen Schiff da hinten. Da bin ich noch nicht hin, weil ich nehme an, dass das einer der Storypunkte ist. Und ich habe auch die Bossfights noch nicht gemacht. Das heißt, auch Luska den Großen habe ich noch nicht besiegt, wie ich es ja vor dem Crash kurz vorher geschafft hatte. Aber ich dachte, das gehen wir nochmal gemeinsam an. Was ich allerdings gemacht habe, ist ein paar Trophäen freizuschalten. Ich habe nämlich unter anderem die Veganer-Trophäe, Veganer-Insulaner freigeschalten. Da war ich ja kurz davor, glaube ich, schon vor dem Crash. Das heißt, wir haben uns nur noch von Kokosnüssen und Konserven ernährt. Ich habe drei dieser Lager der in Anführungszeichen Überlebenden hier gefunden und denen ihre Sachen genommen und dadurch die Trophäe, das brauchst du jetzt bestimmt nicht mehr, freigeschalten. Unter den ihren Sachen ist auch dieser kleine Wally hier aus Cast Away, wer sich erinnert an den Film, und das beinhaltet die Trophäe nicht mehr alleine. Auch das haben wir schon freigeschalten. Außerdem habe ich nach dem Update es geschafft, 10 Tage auf meinem Floß zu übernachten. Das ist ja auch eine Aufgabe. Das geht jetzt tatsächlich mit dem Schlafsack hier aufs Meer rausfahren und dann dort zu schlafen. Das gibt die Trophäe, das Meer ist meine Wiege. Und während wir hier Bumblebee Baut gemacht haben, habe ich 10 Tage lang die Insel hier nicht mehr verlassen und dadurch auch die Einsiedler-Trophäe endlich bekommen. Das war auch der Grund, warum ich im Grunde hier alles mit einem schlechten Hammer gemacht habe und hier nicht den modernen geholt habe, denn ich konnte die Insel nicht verlassen und dementsprechend auch keine einsammeln. Das hat sich jetzt geändert. Im letzten Part habe ich ja schon alles mit dem neuen Hammer gemacht, da hatte ich dann die Einsiedler-Trophäe auch schon. Und die letzte, die ich mir noch geholt habe, war die wie Sterne im Meer. Die hatten wir auch schon kurz vor dem Crash fast geschafft. Das ist die Trophäe, dass wir 10 Lagerfeuer auf 10 verschiedenen Inseln herstellen. Und das war, wie gesagt, auch relativ einfach möglich. Einfach 10 Feuerchen basteln. Und dann haben wir das schon. Und heute wollen wir uns dann noch ein paar mehr Trophäen machen. Deswegen habe ich jetzt hier die Angel rausgeholt. Und werde jetzt in diesem Moment hier meinen 10. Fisch angeln. Ich habe extra gezählt und ich habe 9 bereits bekommen und das sollte jetzt Nummer 10 sein. Yes, da ist es. Die Ernte des Ozeans. Das ist die nächste Trophäe, die ich freigeschalten habe. Und genauso wollen wir heute weitermachen. Wir wollen ein paar kleine Trophäen freischalten, die mir noch fehlen. Und ich hoffe, das gefällt euch. Lasst ein Like da, wie immer. Lasst ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eigentlich auch so verrückte Trophäenjäger seid wie ich oder ob ihr Games eher nach eurem Gusto spielt, was ich ja auch mache. Aber ich finde es einfach immer eine coole Challenge, am Ende dann auch die Platin-Trophäe mit nach Hause zu nehmen. Außerdem habe ich da einfach eine kleine Zwangsstörung, die mich dazu zwingt, hier das Game zu beenden. Auch einer der Gründe, warum ich den Kompass in diesem Spiel nicht benutze. Und tatsächlich habe ich gesehen, es war jetzt gar nicht so tragisch, dass ich hier nochmal eine Runde machen musste. Denn ich
habe in meinem ersten Durchgang ja den Kompass tatsächlich hier einmal in meinem Inventar gehabt. Und das habe ich jetzt ausnahmsweise mal nachgelesen, triggert tatsächlich dann den Fall, dass man die Trophäe nicht schaltet. Sobald man einen Kompass im Inventar hat, wird die Trophäe nicht mehr geschalten, dass man den ganzen Spieldurchlauf ohne einen Kompass machen sollte. Und deswegen gar nicht so schlimm, dass es gecrashed ist, ich hätte es eh nochmal machen müssen. Und ich habe das jetzt bis hierhin probiert und werde das natürlich auch genauso weiterhin probieren. Jetzt gehen wir aber erstmal weiter und machen uns hier, wie ihr seht nämlich, fehlt mir noch der primitive Ofen. Und auch das gibt eine Trophäe, wenn wir den bauen. Nämlich die Es geht aufwärts Trophäe. Und deswegen habe ich gedacht, baue ich das dringend mal und habe dann gesehen, ich habe auch offensichtlich in meinem zweiten Durchgang hier kein Drahtspieß gebaut. Das ist super zu sehen jetzt mit diesem Grau, das war echt ein guter Hinweis. Sonst hätte ich mir das alles so ein bisschen merken müssen, wobei das auch nicht unmöglich ist, sich das zu merken. Aber ich will jetzt dementsprechend jetzt hier erstmal ein kleines Feuerchen bauen. Dann machen wir ein Lagerfeuer daraus. Und dann hau ich hier den Bratspieß drüber. Das sollte dann damit abgehakt sein. Und wenn ich den jetzt wieder zerstöre, genau so nämlich, dann hoffe ich, Moment, halt, da ist es, dass ich, genau, das hier freigeschaltet habe. Seht ihr, jetzt ist das braun geworden und ich kann jetzt hier den primitiven Ofen herstellen und sollte damit eben die nächste Trophäe schalten. Da ist sie. Es geht aufwärts. Perfekt. Cool. Dann haben wir das auch schon abgehakt, haben hier nochmal einen kleinen Grill, brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Wir haben ja hier auch unseren, sage ich mal, unsere Räucherstelle. Ich sehe gerade, ich könnte hier tatsächlich auch mal wieder was essen an dieser Räucherstelle. Oder ich habe doch hier, glaube ich, noch, ja, da ist es. Ich habe hier noch Verpflegung liegen, das ist sehr gut. Die schnabbel ich jetzt mal weg. Da habe ich doch tatsächlich einiges von gefunden, deswegen kann ich das jetzt auch ohne Druck mal ausnahmsweise essen hier im Video. Und ich würde sagen, weiter im Text. Ich will einfach jetzt hier möglichst viel Sachen bauen, möglichst ein paar Trophäen freischalten, vielleicht den Turm noch bauen. Wir haben hier, glaube ich, alles an Möbeln. Ja, das heißt, das haben wir auch schon alles erledigt. Hier denke ich auch alles. Ja, very nice. Und die Sachen habe ich auch alles gebaut. Das heißt, wir haben im Herstellen-Menü tatsächlich alles abgehakt. Hier müssen wir nur noch den Turm bauen. Wie sieht es denn hier aus? Ah, genau. Das ist nämlich etwas. Ich habe tatsächlich keinen Bootsmotor gebaut. Das sollte ich vielleicht noch machen heute. Und was ist hier? Oh, und hier ist dieser Tragschrauber, Gyrocopter. Das ist auch eine Trophäe. Die könnte ich heute vielleicht noch angehen, dass ich dieses Ding baue. Ich weiß nicht, ob ich da alle Teile für habe. Das wäre mal interessant zu wissen. Aber ich habe einiges an diesen Teilen gefunden. Vielleicht reicht das. Nur hier müssen wir aufpassen. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ich will den Kompass im ganzen Durchgang nicht benutzen. Und dieses Ding hat einen eingebauten Kompass. Hat mir netterweise auch einer in die Kommentare geschrieben. Und ich habe es auch bei dieser Kompass-Trophäe gelesen. Ich darf nicht in diesen Gyrocopter einsteigen. Ich muss ihn allerdings bauen für eine Trophäe. Also das ist ein bisschen ärgerlich, dass das so gehandelt ist hier im Spiel, aber es ist einfach so. Das heißt, ich baue den jetzt und benutze ihn aber nicht. Was ich super gern gemacht hätte, aber das würde mir diese Kompass-Trophäe komplett verhageln. Von daher bin ich da jetzt sehr, sehr vorsichtig. Das machen wir aber auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist jetzt die nächste Aufgabe, die ich heute angehen will. So, aber als erstes sehe ich hier gerade noch, ich habe doch den Boden eines Floßes nicht gebaut und deswegen ist, oh, eine Schlange. Ist das jetzt, glaube ich, mal das nächste, was ich mache. Und zwar baue ich erstmal eine Basis. Zack, und dann hole ich mir hier einfach zwei, bisschen näher ran, zwei Ziegel. Zack, und baue mal den letzten Boden, der mir noch fehlt, einfach hier auf dieses Ding drauf. Wo ist denn jetzt mein Menü? Da. Das ist nämlich der Lehmboden, der mir noch gefehlt hat. Und vielleicht kann ich das jetzt hier sogar mit einem Motor kombinieren. Den könnte ich doch jetzt mal bauen. Und dann habe ich so ein kleines Motorboot. Ich fand nämlich an dem großen diesen Motor, als ich das letztes Mal ausprobiert habe, nicht besonders agil. Und ich hoffe jetzt, dass das vielleicht
so deutlich einfacher ist, mit so einem kleinen Schnellboot sozusagen durch die Gegend zu heizen. Jetzt nehme ich hier mal alle Dinge, die ich habe. Was ist denn hier noch? Wo ist denn? Da ist das Teil, genau. Perfekt. So, und damit habe ich alle Motorteile. Und dann hauen wir den einfach da dran. Und im besten Fall haben wir dann ein kleines Motorboot. Und eben auch hier vom Floß her. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss das im Wasser bauen, sonst lässt er mich das nicht bauen. Nehmen das Ding mal mit. Hoppala. Ah je, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es falsch rum. Kriege ich das jetzt wieder? Oh je. Kriege ich das wieder gedreht? Mit meinen. Oh, ja. Okay. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier einfach drauf. Und jetzt hoffe ich. Ja, perfekt. Zack. Da ist mein Motor. Und damit habe ich ein kleines Motorboot, das ich auf jeden Fall mal ausprobieren will bei Gelegenheit. Ich muss dem vielleicht auch einen kleinen Anker bauen, damit das hier nicht weggestürmt wird beim nächsten Unwetter. Aber das können wir auf jeden Fall hier angehen, dass wir da mal mit dem Ding auf eine kleine Insel fahren. Ich habe hier unten auch einen Destillator gebaut und habe da auch schon fleißig Kartoffeln reingetan. Eine passt noch rein. Ist die zufällig schon fertig gewachsen? Ne, die habe ich vorhin geerntet, bevor ich hier das Video gestartet habe. Genau, hier haben wir einige Kartoffeln schon angesammelt. Und dann können wir nämlich hier nochmal ein bisschen Treibstoff machen, würde ich sagen. Dann machen wir hier kurz das Feuer an. Das habe ich jetzt auch herausgefunden, endlich, wie man das hier, wie das funktioniert mit dem Destillieren. Und ein Tank habe ich mir, glaube ich, auch schon gemacht. Ich meine, hier habe ich. Genau, da ist einer drin. Seht ihr? 100%. Das heißt, wir haben schon einen Tank. Oh, jetzt regnet's. Na gut, das ist gut für die. Meine Felder hier. Da kann sich das hier wieder schön mit Wasser auffüllen. Das ist doch schon mal gut. Trink hier mal zwei Schluck. Dann geht es mir hier auch wieder gut. Und dann würde ich sagen, machen wir uns an den Gyrokopter. Wir haben jetzt ein Motorboot. Das heißt, ich habe alles im dem Menü und wir haben alles im Fahrzeugmenü, außer eben das Zeug hier. Und vielleicht mache ich das jetzt einfach mal als nächstes. Jetzt ist die Frage, wahrscheinlich fängt man da jetzt am besten der Reihenfolge nach an, oder wie ist das? Ich nehme mal hier. Ich hoffe, ich habe dafür genügend Teile. Ich stelle den jetzt auch irgendwie mal, glaube ich, einfach wo etwas abseits hin. Dazu mein Fluss, dass ich gar nicht in Versuchung gerate. Oh, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Gar nicht in Versuchung gerate, den zu benutzen. Weil ich glaube, sonst steige ich da mal aus Versehen ein. So, vielleicht ist hier ein ganz guter Ort. Dann machen wir das. Oh, würde ich gern dieses Teil fliegen. Also da muss ich auf jeden Fall irgendwann mal, wenn ich die Trophäe habe, nochmal ran. Aber wenn ich den Kompass habe, das wäre benutzt, das wäre jetzt echt blöd. So, also dafür brauchen wir eine Batterie. Zwei Batterien und so ein Teil und das hier pinne ich mir einfach an. Zwei Batterien und so ein flaches Teil und das, was ich auf der Liste habe. Dann sollte ich eigentlich alles haben. Und dann bin ich gespannt, ob ich dafür eine Trophäe habe. Jetzt hoffe ich erstmal, dass ich alles habe. Also zwei Batterien, dann so ein Auspuff. Das Ding. Oh Gott sei Dank, da habe ich nur noch eins. Das Ding. Und so ein flaches Teil, habe ich gesagt, ne? So, ich hoffe, das passt jetzt. Okay, nicht einsteigen. Nicht einsteigen, nicht einsteigen. Ich sag's mir jetzt 20 Mal, damit hier ich jetzt mir nicht diese Trophäe verhage. Okay, das gehört hier hin. So, das ist das gefährliche Bauteil hier. Das ist der Kompass. Zack, der kommt dahin. Und das Teil. Da ist es. Der Da Vinci der Meere. Das ist die Trophäe. Und ja, ich könnte jetzt hier halten zum Triebwerk starten. Dafür muss man jetzt natürlich hier auch das Ding wahrscheinlich voll tanken. Aber das.
darf ich nicht benutzen, das Ding. Also, wir haben die Trophäe dafür, dass wir einen Gyrocopter gebaut haben, aber da ich die No-Compass-Trophäe noch haben will, ist das hier No-Go in diesem Durchgang. Okay, also damit haben wir zwei weitere Fahrzeuge hier in unserem kleinen Lager. Und ich denke, das Letzte, was noch bleibt heute, ist dieser Turm, den ich noch bauen will. Alles andere ist, glaube ich, schon fast erledigt. Also der Turm fehlt im Gebäudemenü. Hier habe ich alles hergestellt. Wir haben jetzt auch alles im Fahrzeugmenü. Ich habe das einfache Beet tatsächlich noch nicht gebaut. Interessant. Das brauche ich also noch. Natürlich alle Story-relevanten Dinge müssen wir bauen. Was haben wir hier noch? Eine Schiene habe ich noch nicht gebaut. Interessant. Okay. Weil ich mir noch keinen Bruch geholt habe in dem Durchgang offensichtlich. Mullverband fehlt mir. Oh nein. Das ist schlecht. Mir fehlt noch diese andere Frucht. Oh ja. Das ist tatsächlich der Fall. Mir fehlt diese zweite Frucht. Die habe ich noch nicht angebaut. Oh, da muss ich mal auf die Suche gehen. Okay, also. Das ist eine Aufgabe. Ich muss ein Beet bauen mit Seilen. Also so ein einfaches Beet. Und ich muss die zweite Frucht anpflanzen. Das hatte ich vor dem Crash hatte ich die. Aber ich habe die nicht gefunden bis jetzt. Obwohl ich eigentlich auf allen Inseln schon war. Ich hoffe, dass es die überhaupt gibt in diesem Durchgang. Ich habe die, das ist ja so eine Pflanze in klein im Grunde, wo die dran wächst. Die ist bei mir noch nicht aufgetaucht bis jetzt. Oh. Okay. Also, das müssen wir auf jeden Fall noch die Augen offen halten, weil die brauche ich, um dieses letzte Ding zu bauen. Sonst scheitert es daran, an diesem Mullverband, dass ich den noch nicht in diesem Durchgang gebaut habe. Vorm Crash, kann ich mich erinnern, hatte ich das Ding. Na gut. Und die Tonflasche hatte ich auch schon gebaut. Aber das ist jetzt gerade nicht meine Priorität. Wir wollen heute noch den Turm bauen. Das ist das Letzte, was ich heute schaffen will. Und dafür pinne ich mir das jetzt heute mal an. Turmboden, Turmfundament. Also ich nehme an, dass wir mit dem Fundament anfangen, dann den Boden und dann die Flaggenstange. Dafür hoffe ich jetzt mal, habe ich noch genügend Zutaten. Also wir waren auf jeden Fall jetzt auf einem Trophäenrun, sage ich mal. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt leider natürlich off-cam einige Trophäen gemacht, aber die sind wie gesagt hauptsächlich die gewesen, die ich schon begonnen hatte im Verlauf des ersten Durchgangs. Veganer und so weiter. Ich glaube, ich hatte da wirklich auch nur noch einen Tag oder so, wenn ihr euch erinnert. Und haben heute auch nochmal ein paar Trophäen freigeschalten und jetzt bauen wir hier noch einen kleinen Aussichtsturm. So, jetzt brauche ich noch Stöcke. Dafür haue ich jetzt hier mal noch ein bisschen was um. Zack. Und dann haben wir das schon fast. Jetzt haue ich hier auch nochmal um. Zack. Sehr schön. Und dann müssen wir noch ein schönes Plätzchen für den Turm finden. Am besten vielleicht so ein bisschen erhöht. So, dass man das von überall sieht. Hier hinten vielleicht. Das ist doch nicht. Oder soll ich ihn da an die Küste stellen? Ich glaube, ich baue den hier hin. Ich glaube, das finde ich eine ganz coole Location. So, jetzt passt mal auf. Jetzt nehmen wir hier das hier. Oh, okay, man kann den auch in der Höhe verstellen. Aber ich denke mal, so ist das gar nicht schlecht. Zack. Okay. Und der ist auch sofort fertig, interessanterweise. Also da muss ich gar nicht draufhauen. Das heißt, als nächstes pinnen wir uns den da an. Das ist der Turmboden. Auch ein Teil, was wir bauen müssen. Also wieder drei Bretter. Oh, ich hoffe, ich habe genügend Zeug dafür. Mir gehen schon wieder die Ressourcen aus hier. Also, ich möchte auch die Gelegenheit mal wieder nutzen, hier euch wirklich zu danken für die vielen Kommentare und auch ausführlichen Kommentare, die ihr mir immer schreibt und mir hier wirklich hilfreiche Tipps durch das Game gebt. Das hat mir doch immer an der einen oder anderen Stelle wirklich weitergeholfen, auch wenn ich teilweise vielleicht etwas verzögert immer erst drauf reagiere, weil ich da doch irgendwie manchmal ein, zwei Parts auf einmal aufnehme und dann die Kommentare doch etwas zeitverzögert lese. Aber so oder so habt ihr mir ja wirklich durch dieses Game geholfen und ich hoffe jetzt, dass wir die letzten Trophäen hier in den nächsten Parts auf jeden Fall noch
einsammeln können. Es geht ja jetzt eigentlich nur noch um so ein bisschen Storygeschichten. Wir müssen natürlich die Bossfights angehen. Jetzt muss ich hier tatsächlich nochmal einen Baum fällen, schweren Herzens. Wir müssen Luska den Großen nochmal besiegen. Ich würde gern vielleicht im nächsten Part mich mal an Megalodon nochmal ranwagen. Den haben wir ja mittlerweile schon zweimal gesehen und ich habe ihn noch nicht einmal besiegt. Also das ist auf jeden Fall die nächste Aufgabe. Dafür muss ich dann wieder ein paar Speere und Co. bauen. Aber ich denke, das könnte auf jeden Fall hinhauen. Ich bin auch vom Skill-Level her, glaube ich, ein bisschen weiter, als ich beim ersten Durchgang war. Wobei ich da auch, glaube ich, ziemlich aufgelevelt war. Ihr seht, mir fehlt nur noch Jagen und Kochen. Dann wäre das alles auf Maximalniveau. Und jetzt ist die Frage, kann ich den Boden von hier bauen? Ach, hey, das ist einfach noch ein Teil drauf. Alter. Okay, verstehe. Das heißt, man baut, kann das im Grunde jetzt noch höher bauen, ne? Okay, nee, aber da ich noch nicht gelernt habe, wie man Leitern wieder runterklettert, werde ich mir hier eh was brechen, wenn ich da wieder runterkomme. Jetzt brauchen wir noch die Spitze und dann haben wir das abgehakt, das Thema, würde ich sagen. Also, brauchen wir nochmal 4 Stöcke, 2 Seile und einmal Stoff. 1 Seil haben wir, dann lege ich mal ganz kurz hier. Ah, da ist kein Platz mehr drin. Ist auch kein Platz mehr drin. Ach, Gottes Willen. Dann lege ich das Ding hier mal an die Seite. So, nicht schön, aber selten. Und dann brauchen wir noch einen Stock. Jetzt will ich doch eigentlich nicht noch extra ein Ding. Jetzt sehe ich aber gerade, kriege ich den hier? Komm, das ist ein Stock. Oh, jetzt habe ich dein Versteck kaputt gemacht. Tut mir leid, kleines Wildschwein. Rindschwein wollte ich gerade fast wieder sagen. So, jetzt brauchen wir noch ein Seil und ein Stoff und dann haben wir das Ding auch noch gebaut und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. 1, 2, 3, 4. Zack. Und Stoff sollte hier genügend liegen. Und jetzt bin ich gespannt, wie ich da jetzt noch die Fahnenstange drauf bekomme. Geht das von hier unten? Toi, toi, toi. Nope, ich glaube, ich muss da hoch. Okay, auf geht's. So, also hier ist so ein Zwischenlevel dann wahrscheinlich. Und hier, ich weiß gar nicht, ob man da dann... Oh je. Okay, ich bin oben. Und ich versuche, das hier drauf zu bauen. Oh, da war's. Platzieren. Uff. Okay, perfekt. Wir sind drauf. Nice. Das war's. Dementsprechend, wir haben jetzt heute uns wirklich sehr, sehr vorangebaut. Ich habe alles aus dem Gebäudemenü gebaut, was man bauen kann, außer die 2 Container-Geschichten. Das machen wir irgendwann mal auf dem Weg. Ich habe alles im Fahrzeugmenü gebaut, was man bauen kann. Wir haben einen Gyrocopter, haben eine Trophäe freigeschalten dafür. Wir müssen noch eine Frucht finden und das letzte Beet bauen. Wir müssen natürlich die storyrelevanten Sachen bauen und hier muss ich mich eben darauf konzentrieren, die Frucht, die Schiene und noch eine Tonflasche zu basteln. Tonflasche kann ich eigentlich demnächst mal noch machen, da können wir hier ein paar mitnehmen. Und sonst haben wir aber eigentlich alles aus unseren Sachen gebastelt, hier was man basteln kann. Wir haben heute den primitiven Ofen gebaut, dadurch auch nochmal eine Trophäe, den 10. Fisch gefangen, hier alle Möbel gebaut und dementsprechend bin ich jetzt ganz gut aufgestellt, um in die letzte Phase des Spiels zu gehen, würde ich sagen. Ich will auf jeden Fall dieses Schiff erkunden. Ich will den Hai besiegen. Wir müssen Luska den Großen nochmal besiegen. Und dann, was auch immer der letzte Boss ist, auch den müssen wir noch finden und besiegen. Die Locations in dieser Map habe ich schon rausgefunden, größtenteils, wo zumindest Bossfights auf der Karte liegen. Und dementsprechend können wir uns im nächsten Teil, glaube ich, dem Hai mal wagen. Oh Gott sei Dank komme ich hier an diese Leiter. Ja, können wir uns im nächsten Teil mal Megalodon nähern und hoffentlich ihn besiegen und damit unseren, ja, hier ersten, aber insgesamt zweiten Bossfight hier
bei mir auf dem Kanal angehen. Ich freue mich drauf, wie immer. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schämt euch. Lasst es einfach da und ich freue mich dann drüber. Und schreibt weiterhin so fleißig in die Kommentare, wie ihr mir hier noch weitere Tipps, vor allem jetzt vielleicht für die Bossfights, geben könnt. Aber da habt ihr ja auch netterweise schon einiges geschrieben. Wie gesagt, im nächsten Part der Hai. Und dann gucken wir mal, ob wir uns Luskar dem Großen nochmal nähern. Und vor allem, ob wir diese Location da hinten, dieses Schiff, endlich mal erkunden. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal und tschüss.